Leute, jetzt gibt es erstaunliche Robotertiere, die du sehen solltest. Leute, das Video ist von TechZone. Schaut gerne vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und go! Delfin. Die Spinne sagt krass aus, ne? Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die Fahrt mit dem sechsbeinigen Roboter, schlägt der Hersteller vor. Die spinnenartige Struktur wiegt 4,7 Kilogramm und ist interessant, weil der Bewegungslogarithmus. Stellt euch mal vor, ihr lauft irgendwo durch den Wald, auf einmal seht ihr da so eine Roboterspinne. Und viele Elemente vom Autor selbst entworfen und hergestellt wurden. Er hat zudem viele Bilder auf centersrobots.com hochgeladen. Es ist also durchaus möglich, sich am Zusammenbau einer ähnlichen Version zu versuchen. Nur, dass es so ein paar Spinnenweben. Forscher aus Harvard bieten diese Alternative an. In den USA werden jedes Jahr etwa 175 Milliarden Plastikstrohhalme weggeworfen. Und es ist schön zu sehen, dass zumindest einige davon der Wissenschaft dienen. Diese Weiterentwicklung ist denkbar einfach. Den modifizierten Strohhalmen wird Luft zugeführt und... No fraud, das ist bestimmt super technisch und so, aber es ist halt einfach so, bei Harvard, ja, wir bauen was aus Strohhalmen. Let's go. Und sie richten sich durch die flexiblen Gelenke auf. Die Entwickler haben sowohl separate Beine als auch verschiedene Versionen von Robotern hergestellt, die an Stabheuschrecken, Spinnen und Wasserläufer erinnern. Ja, aber unsere Strohhalme schmecken doch nur noch wie Matheheft, Alter. Wir schreiben das 21. Jahrhundert. Die Ingenieure testen fliegende Autos, die Drohnen liefern Pizza aus und US-Wissenschaftler bringen einer KI bei, wie man die menschliche Rasse anhand von Röntgenbildern bestimmen kann. Beim Wort Robotiere stellen sich viele wahrscheinlich Folgendes vor. Yo. Bisher sehen derartige Entwicklungen aber im Wesentlichen so aus. Ja, aber ist doch auch krass. Kurzzeitig dachte ich echt, absolut krass. Der Gepardenroboter sieht nicht allzu hübsch aus, kann aber mit einer Geschwindigkeit von 40,4 km/h laufen. Von einem echten Geparden ist er noch weit entfernt, aber der Roboter hat einen Vorteil. Er lernt selbst. Und er ist auch leicht zu reparieren. Der Zusammenbau funktioniert wie bei Lego, erklären die Entwickler. Damit fällt auch das Experimentieren einfacher. Das sieht schon voll, also, ne? Packt er einen Kopf dran? Der Gepard wird wohl diesem Roboter aus Japan nachjagen müssen. An dieser originellen Robo-Ziege ist sogar die Kawasaki Corporation beteiligt. Der Roboter wird auf der... Dieser Gedanke. Ey Leute, was bauen wir? Ja, so einen richtig krassen Roboter-Wolf. Nee, wie Roboter-Löwen. Nee, wir machen Roboter-Reh? Internationalen Ausstellung Robodex 2022 präsentiert. Insbesondere wurden mehrere Szenarien gezeigt, in denen er Bauern bei ihrer Arbeit helfen könnte. Der Ziegenbock hat eine Tragfähigkeit... Oder Ziege, Entschuldigung, ist es eine Ziege? Eine Ziege? Aber warum dann nicht so ein Esel? ...von 100 Kilogramm und bewegt sich in zwei Modi. Auf einer ebenen Straße werden die Räder aktiviert und auf einer holprigen Straße werden die Beine aktiviert. In beiden Modi ist eine manuelle Steuerung verfügbar und der Roboter kann sich auch autonom bewegen. Ja, ich glaube, sowas funktioniert halt echt nur gut, wenn du irgendwann Entwicklungen Strom zur Verfügung hast. Alter, eine Roboratte. Aus China sind oft sehr merkwürdig. Dort werden unter anderem solche Roboterratten gebaut. Sie sollen zum Beispiel unter den Trümmern nach Vermissten suchen. Diese Variante wiegt etwa 220 Gramm und wird nach einer detaillierten Untersuchung von Röntgenaufnahmen echter Ratten gebaut. Sie hat eine Reihe von Tests erfolgreich bestanden. Unter anderem hat sie eine 200 Gramm schwere Last auf einer Strecke mit einer Neigung von bis zu 20 Grad getragen. Die Roboterratte dreht sich und steht nach einem Sturz wieder auf, kann ihren Körper beugen, sich hinhocken, über Hindernisse klettern und kriechen. Die Entwickler sind an der Kommerzialisierung ihres Projektes interessiert. Geplant ist beispielsweise eine Variante mit Sensoren zur Pipeline-Inspektion. Ich bin nicht so der Ratten-Fan. Tut mir leid. An alle die Ratten als Haustiere. Die sind schlau und so weiter. Habt ihr gewusst, dass 13 Meter lange Schlangen mit einem Gewicht von mehr als einer Tonne einst im heutigen Kolumbien lebten? Allerdings konnten die Forscher das nur anhand erhaltener Skelette feststellen, denn die Riesenschlange Titanoboa ist schon längst ausgestorben. Diese Schlange wird in Form eines Roboters wiederbelebt und die Entwickler aus Kanada sind sich sicher, dass dies der größte derartige Roboter der Welt ist. Yo! Er wurde im Jahr... Darf ich mir manchmal wünschen, dass sie wirklich so einen Körper dazu machen? Weißt du, was meinst du, wie freaky das ist, wenn du da einen richtigen Kopf machst und da so ein bisschen hier Gummi drüber spannst, sodass es so glitschig aussieht? 2011 konzipiert und 2015 fertiggestellt.
Die 15 Meter lange Titanoboa wird von 8 Arduino Mega-Mikrocontrollern gesteuert und die Spitzenleistung der Motoren beträgt 25 PS. Der Roboter kriecht mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4 km/h. Eine Akkuladung reicht für etwa eine Stunde. Derzeit sucht das Team nach einem Museum, einer Galerie oder einem Ausstellungszentrum, um den Roboter dort dauerhaft unterzubringen. Bei mir im Zimmer. Ich baue euch da auch so einen Anzug. Auch Wissenschaftler aus den USA beschäftigen sich mit Schlangen. Die Harvard University hat etwa die folgende Variante präsentiert. Ganz nach dem Vorbild von Schlangen ist der Roboter sehr geländegängig. Grund ist die Haut des Roboters, die den Schuppen einer Schlange nachempfunden ist und ebenso flexibel den beweglichen Körper auf verschiedenem Untergrund voranbringt. Das Besondere, der flexible Roboter ist nach der japanischen Kirigami-Kunst hergestellt. Was? Kirigami ist eine Variante der japanischen Papierfalttechnik Origami. Während bei Origami aus einem Stück Papier gänzlich ohne Kleber oder sonstige Hilfsmittelfiguren gefaltet werden, wird bei Kirigami das Papier geschnitten. Auch an der Form der Schuppen experimentieren die Forscher. Sie probierten dreieckige, ründliche und trapezförmige aus. Letztere erwiesen sich als die effektivsten, was nicht verwunderlich ist. Die Schlangenhaut in der Natur ist ähnlich strukturiert. Sie planen die... Das wäre eigentlich voll die krasse Aufklärungswaffe, oder nicht? Weil den so richtig klein bauen und der drückt dann da einfach so vor. Den sieht doch... ja gut, wenn er rot ist, klar. Aber wenn er so Tarnfarben hat, Junge, dann kommt der so... Bam, bam. Die Entwicklung für verschiedene Zwecke einzusetzen, zum Beispiel im Rettungsdienst. Hier kommt eine weitere Option für alle, die gerne selbst etwas zusammenbauen. Diese ungewöhnliche Wespe kostet rund 154 Euro. Okay, der Hersteller verspricht mindestens 4 Stunden spannende Arbeit. Schließlich gilt es, 1000 Teile zu verbinden. Die ungefähre Größe nach dem Zusammenbau beträgt rund 20 x 20 x 20 cm. Die Hauptmaterialien sind Eisen und Kupfer. Das Set wiegt etwa 1 Kilogramm und enthält einen Schraubendreher und eine Zange. Viel Freude und ein Erfolgserlebnis dank DIY-Zusammenbau, sagt der Verkäufer. Ich dachte, das Ding fliegt. Wozu das Rad neu erfinden, wenn Mutter Natur bereits die ganze Arbeit erledigt hat? Ein Paradebeispiel dafür ist ein Roboterfisch, der dem nordpazifischen Blauflossen-Thunfisch nachempfunden ist. So, Thunfisch. Die Testvariante schwamm erfolgreich 40 Minuten lang in einer Tiefe von etwa 12 Metern. Das Thunfischprojekt wurde aus einem bestimmten Grund gestartet. Es soll dazu beitragen, Lösungen für die Entwicklung kompakter Roboter-U-Boote zu finden. Diese werden zum Beispiel für die Suche nach Verschmutzungen, für die Kartierung des Meeresbodens und andere Zwecke benötigt. Im Moment haben die Ingenieure Probleme mit der Stromversorgung, denn die Batterien werden zu schnell leer. Also beschlossen sie, den umgekehrten Weg zu gehen und das Gehäuse zu verbessern. Aber insgesamt ist der Roboter ein Multitasking-Versuchsgerät, so die Entwickler. Ja, ist die Frage, wie kriegt man da richtig Energie rein? Kurzzeitig dachte ich mir, ja, man könnte ja irgendwie mit Strömung und so einem Generator, aber da ist wahrscheinlich viel zu wenig Kraft hinter, oder? Hier kommt die beste Erfindung des Jahres 2006, laut dem Nachrichtenmagazin Time. Ein Roboter, der auf senkrechten Flächen kriechen kann. Er wurde in Stanford entwickelt und die Entwickler ließen sich von Geckos inspirieren. Die Pfoten dieser Eidechsen sind ein wahres Wunder, das erst mit dem Aufkommen des Elektronenmikroskops im Detail untersucht wurde. Forscher stellten fest, dass die Pfoten mit feinsten Borsten besetzt sind. 14.000 Stück gibt es davon auf einem Quadratmillimeter. Die Geckos können sich sogar an einer Pfote problemlos festhalten. Etwas Ähnliches hat man versucht, in Stanford zu erreichen. In einer Version sind die Borsten 5-mal dünner als menschliches Haar. Der entscheidende Vorteil ist der geringere Energieverbrauch im Vergleich zu Saugnäpfen und klebrigen Materialien. Ja, aber wie kannst du dich denn so mit krallen die sich so ganz mikrofein im Glas fest? Roboter kann auf Holz, lackierten Flächen und sogar auf Glas krabbeln und könnte in Zukunft Bauarbeiten, Rettungskräften und Forschern nützlich sein. Weil die haben ja gesagt, dass es kein Kleber oder so ist, sondern diese kleinen Mikroborsten. In Deutschland kann man diese Roboter Gans treffen. Von weitem sieht es aus wie eine echte lebende Gans und Internetnutzer befürchten, dass sie eines Tages versehentlich erschossen wird. Oh, eine Einsatzmöglichkeit für solche... Werden denn ständig irgendwelche Gänse erschossen? Gänse sind zum Beispiel militärische Zwecke. Von der Entfernung die sieht Gans schon echt aus. Etwa 15 bis bisschen zu dünn. Der Körper ist zu dünn. 20 Minuten in der Luft und es gibt 2 Spannweiten. 163 cm und 185 cm. Der Gänsekopf ist aus Lindenholz geschnitten, wunderschön bemalt und verleiht dem selbstgebauten Modell ein einzigartiges und wiedererkennbares Aussehen. Ist es Bauer Willi, der da nochmal eine kleine Gans macht, oder was? Nun geht es nach Hannover. Dort haben Ingenieure einen Robo-Pinguin gebaut.
Er wiegt 9,6 Kilogramm und ist mit einem Navigationssystem ausgestattet und kann sowohl alleine als auch in der Gruppe schwimmen. Sein Herz ist ein Elektromotor, der es dem Roboter-Pinguin in Kombination mit 15 Amperestunden ohne Witz, der sieht doch relativ echt aus, oder? Batterien ermöglicht, auf 5 km/h zu beschleunigen und bis zu 7 Stunden unter Wasser zu verbringen. Um eine solche organische Formveränderung zu ermöglichen, wurden Kopf-, Hals- und Schwanzsegment mit einer neuartigen 3D-Finray-Struktur ausgestattet. Echt ein bisschen die Pinguine sind Meister. Wenn ich jetzt hier sitzen würde und ich würde mir nur dieses Bild angucken, würde ich mir denken, ja, es sind doch drei Pinguine, die da eine kleine Runde schwimmen. Des Überlebens in den kalten Gewässern der Antarktis. Der Körperbau ermöglicht es ihnen, weniger Energie zu verbrauchen und sich im Wasser zu bewegen. Auch die Robo-Pinguine sollen die schwierigsten Aufgaben lösen können. Als nächstes kommt eine Entwicklung, die einen neuen Blick auf den Tintenfisch ermöglicht. Die Serie Squid Game hat damit aber nichts zu tun. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat sich von diesem Tier inspirieren lassen und diesen Roboter zusammengebaut, um die Unterwasserwelt zu erforschen. Erinnert mich eher an eine Qualle. Wir haben alle Schlüsselmerkmale reproduziert, die für den schnell schwimmenden Tintenfisch charakteristisch sind, sagen die Entwickler. Der Weg war steinig und schwer. Bei den Tests war der Roboter mit rund 1 km/h unterwegs, während der Humboldt-Kalmar auf 24 km/h beschleunigen kann. Der Roboter bewegt sich dank eines Wasserstrahls. Dank weicher und flexibler Materialien wird das Risiko, Korallen zu beschädigen oder Fische zu verletzen, reduziert. Außerdem ist Squidbot kompakt und kann eine Kamera, Sensoren und andere Ausrüstung befördern. Für Netflix wird es wahrscheinlich aber nicht reichen. Ach so, ja, das waren geile Tiere.